Markus, mein Seil hängt. I'm documenting, so say hi to the guys. Hello everyone, hi. I wish you good luck. Was sagt der Frank? Freut er sich schon? Der freut sich voll. Der freut sich voll. Mhm. Das hätte ich vor 2 Tagen nicht geglaubt, dass meine zweite Backtour die große Zinne wird. Ja, es ist echt aufpassen. Der Fels ist sehr abgespeckt. Ah, es ist schön da. Wunderschön. Ich bin frei. Jetzt weiß ich, warum das die Friends dabei gehabt haben. Alter, meine Finger sind kalt. Muss ich mal die Finger kurz wärmen, gell? Speckig. Und steil. Wahnsinn. Es geht aber schön zum Spreizen da. Bergheil. Franz Bergheil. Danke. Danke. Ich wäre ohne dich da nie raufkommen. Danke fürs Vorsteigen, danke fürs Sichern. Für mich, ich habe sowas noch nie gemacht. Das war das erste Mal. Innerhalb von 2 Tagen, ja. Von der Halle auf die Zinne. Von der Halle auf. Es wäre das andere Ding gegessen. Ich wäre schon gar nicht mehr. Vor lauter Sauerstoffmangel. Nein, dann die Zinne heute. Ja. Wie geil ist das? Vorgestern wollten wir noch zum Priel. Einen Priel-Klettersteig machen. Jetzt sind wir auf der Zinne. Auf der großen. Unglaublich. Sechste Kapellen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Servus. Ja, das ist die Kapellen, die da vor den 3 Zinnen steht. Und in dem Video geht es darum, wie der Markus und ich auf die große Zinne aufgegangen. Es ist die 2. gemeinsame Tour, die der Markus und ich machen, gell? Und der Markus ist bis vorgestern alpin noch gar nichts klettert, nur Hallen klettert einen Haufen. Gestern haben wir eine Probetour gemacht, die wir aber technisch, kann man es damit vergleichen, aber alpinistisch überhaupt nicht. Gell? Ja, gar nicht. Und wie es uns bei der Tour gegangen ist, seht ihr es in dem ausführlichen Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Viel Spaß damit. Cortina d'Ampezzo! Jetzt wird's gewaltig. Jetzt wird's gewaltig. Ja Leute, wir sind ein bisschen der Schlong, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr wie der Schlong, gell? Wir haben vorher gerade das erste Mal die 3 Zinnen gesehen. Wir fahren da gerade Richtung Cortina d'Ampezzo, glaube ich, heißt es da einer. Und das sind schon Mordsgeräte, die da stehen und geil, einfach nur geil. Ja, brutal. Also spätestens wenn du das da das erste Mal siehst, dann. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mega Ehrfurcht. Ich auch. Echt. Das ist einfach brutal. Und ja, ich habe mir jetzt gerade irgendwie gedacht, wenn das Wetter morgen passt, gell, ich will ganz viel filmen und aufnehmen, weil ich glaube, dass das ganz was Besonderes werden kann. Oder das wird ganz ein besonderer Tag morgen. Das ist wunderschön da. Ich habe mir auch gedacht, ich bin da gerade das erste Mal reingekommen. Ich werde da fix öfter wieder herkommen. Und man schaut es einfach da mal aus, die Türme und die Berge und da vorne. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, ist das vielleicht nicht die Marmolata? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Es ist einfach nur Mörder. Nein, die Marmolada ist es nicht. Nein, weil das schaut anders aus, ja. Aber es ist Mörder da, gell? Das ist ein Wahnsinn. Echt geil. Ja.
müssen da jetzt noch ein E links abbiegen, scharfe Kurven in 130 Meter. Jupp, das machen wir jetzt. Da wirst du den Schlung vor eindrücken. Wir nehmen euch da jetzt mit. Südseitig ist alles der Schnee weg. Abwechslungsreich. Meinst du, wir sollen Brödel mitnehmen, also Steigeis? Das sehen wir noch vor Ort, aber ich gehe davon aus, dass wir nichts machen. Okay, da ist jetzt so, glaube ich, Maut, oder? Ja. Also, dazu ist jetzt ein einiges. Ah, da mach ich zu. Machst du? Ich zu. Kassa! Kassa! Da rennt schon wieder ein Haufen die Italiener, gell? Ja. Hey, cool, das Klopapier ist auch drauf im Video. Ist wichtig. Ja, sicher. Ist wichtig. Stellt euch vor, man muss kacken und man hat kein Klopapier. Das war doch eine Katastrophe. Das wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. Scheiße. Servus. Servus einmal. English, sorry. To go up and park in your car? Park in the car, yes. Yeah, 30 euros. 30 euros. 30, yes. To climb? Yeah. Tomorrow. It's your first time here? Yes, first time and not the last time. It's beautiful. Uh-huh. It's awesome. Okay. Where are you from? From Austria, Salzburg. Oh, nice. Do you have a YouTube channel? Yes. Yes? You will? Yeah, Alpine Momente, if you know it. It's a big channel from Austria. Okay, can you write here for me? Schreibst du es auf? Yeah. Very nice. And I'm documentarying, so you're on the camera. Oh, very nice. Say hi to the guys. Hello, everyone. Hi. I wish you good luck. Yeah, thank you so much. See you. Bye-bye. See you. Bye-bye. Enjoy. Ja, mag gleich mitgenommen. Jawohl. Die Italiener sind schon cool. Voll geil. Ja, mega. Also, da kommen wir wieder her, gell? Ah, oh, super. Geil. Ich muss nur noch bewundern und staunen. So, jetzt stehen wir da. Und da ist sie, die Zinn. Ist da zum Scheißen reingehen. Ach Gott, ist da noch drauf. Ja, scheißen wir auch noch. Scheißt dich schon, gell? Ich scheiß mich schon an, das ist der Angstschiss. Ja, passt eh. Zu Recht, weil da geht's auf für dann morgen. So Gott will. Jetzt suchen wir unseren Parkplatz, gell? Ja, Parkplatz. Bornmeerer. Parkplatz. Parkplatz. Zuckerhaltiges Getränk war ganz wichtig. Dein erster Eindruck von der großen Zinne? Ach Gott, ist die groß. Das gibt was morgen. Der Hallenkletterer auf die große Zinne. Der Kackstift ist schon wieder so weit. Die Unterhosen schon braun? Ja, schon braun. Scheiße. Schon voll. Die verschissene Unterhose. Die verschissene Unterhose ist schon voll. Ja. Aber wir schauen jetzt einmal der Führer zu dem Kirchhall, weil wir glauben, dass wir wissen, wo der Einstieg ist, und ich glaube, dass das so ziemlich das Hauptkriterium für uns morgen in der Früh sein wird. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Da wirst du einfach nur erschlagen. Das sind andere Dimensionen wie Wald- und Wiesenwandern. Auch wenn es nur der Normalweg ist. Aber ja, das ist schon fett, leckfett ist das Auge. Fürs, soweit das Auge reicht. Brutal. Das ist die westliche Zinne. Da vorne die große und die kleine ist dahinter, das sieht man gar nicht. Wahnsinn einfach, brutal. Da wo wir zusteigen müssen, das haben wir jetzt schon ausfindig gemacht. Der Respekt ist groß. Nicht kleiner geworden, genau. Nein. Groß. Ja, jetzt gehen wir zum Auto und dann richten wir die Sachen zusammen. Wir gönnen uns noch das letzte Abendmahl, gell? Genau. Und schauen, dass wir gut schlafen. Morgen stehen wir um 4 Uhr auf. Um 5 Uhr wollen wir weggehen. Und ja, wir planen nochmal mit 10-11 Stunden auf jeden Fall, weil
Für uns ist es sicher und gesund runtergekommen im Vordergrund. Und ja, schauen wir mal, wie es uns da zusammengeht. Ja. Ja, und wieder umgebaut, gell? In dem sind gute Nacht. Wow, kaltes Mann geht auf die Zinn. Gute Nacht. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Lässt uns raus und runter rauf und runter. Wie sagst du immer? Gut auf und gut runterkommen, das Wichtigste. Morgen, morgen, morgen. Sagt da drüben der Franke, wenn du nicht seht, oder? Nee. Das sagt man nicht. Was sagt der Franke? Freut er sich schon? Der freut sich voll. Der freut sich voll. Mhm. Das hätte ich vor 2 Tagen nicht geglaubt, dass meine zweite Backtour die große Zinne wird. Weil wir wollten ja eigentlich zum Priel, ne? Ja. Jetzt sind wir da. Bei den Zinnen. Bei den Zinnen. Ja. Einwandfrei. Einwandfrei, jetzt haben wir Frühstück noch. Oh, geh mal los. Oh, hab ich gemerkt. Hm. Wird schon noch werden. Tu mal einen Kaffee. Genau. Wenn wir noch einen Haufen setzen, ha? Ja. Einen fetten. Ja. In der Hütte. Da musst du ein wenig Revier markieren. Ja, genau. Ja. Du nichts waren mit dem Gacken auf der Hütte, gell? Zu. Naja, gehen wir. Zwicken wir zusammen. Zwicken wir zusammen und gehen wir zur Zinne. Genau. Ja. Ich sage hier hin. So, ein Pöppi haben wir schon aufgesetzt. Jetzt geht es da einmal rauf. Und schauen wir, dass wir einen Zustieg finden. Die Anspannung steigt. Juhu. Juhu. Wir waren am Berg. Ach nee, es kommt ja später. Genau, kommt noch. Sonnenaufgang. Ja, die Orientierung ist da wirklich so das Hauptthema. Da ist irgendein Einstieg, gibt es ja 100.000 Kletterrouten. Aber unserer ist weiter oben. Und da geht es dann so eine Rampe auf. Wenn es stimmt, schauen wir mal. Pulver auf der Zinn. Markus da unten, das ist das Schneeviertel, geht aber ganz gut auch ohne Eisen. Und das darf halt der Einstieg sein. Relativ logisch, von der Uhr her muss auch passen. Circa 2,85 sagt er. Das sind wir auch. Und los geht's. Geht jetzt die Rampen auf. Markus geht schon voraus. Bis auf 2720 Meter, wenn es richtig ist. Achso, ja, da sind eh Fußspuren, also ein paar Schnappspuren. Okay. Im Schnee.
da noch halt vorbei. Kannst du aber, glaube ich, da oben rum. Ja. Ah, ich glaube, da muss ich da führen und dann da durchlaufen. Ich schau mir das mal an, gell? Ja, ich warte mal. Oder soll ich nachkommen? Das wird eh der Weg sein. Ja, da rauf muss auf jeden Fall einmal. Oder geht's da links rauf? Nee. Ich glaube, dass da einfach ist, wo ich bin. Okay. Glaube ich. Schau mal schnell. Ich schau mal. Ja, es ist echt aufpassen. Der Fels ist sehr abgespeckt. Ach, das. Der ist fest. Ja, ja. So, ja, genau. Und dann kannst du so aufpassen. Jawohl, super. Sitzen wir da und dann geht's da wieder weiter irgendwie. Boah, ist das schwierig, ey. Sehr gut zu wissen. Ja, hat schon in sich drauf, gell? Ja, Gott, ich schaue schon wieder so fett aus. 100.000 Kleiderschichten. Ich wollte mal den Max grüßen. Max, der blöde Dorferer, der blaucht sich auch auf. Nicht nur der blöde Stodinger, gell? Nicht nur der blöde Stodinger, genau. Falls man sieht, ganz schwache Markierungen sind da, da muss da gerade rauf. Schon wegen Irrgarten. Ja. Wahnsinn, ist echt schwierig die Wegfindung hier. Ja. Jetzt sind da entweder da links vorbei oder da durch. Wahnsinn, ist das strange. Sind noch Fußspuren, oder? Schöner Tiefblick. Es ist so ein Traum, das Südtirol. So coole Türme. Das Wolkenband schaut cool aus. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein Original war. Fakt ist, dass ein Obsal stand. Vielleicht sind auch die Obseilpisten rauf. Ich zumindest. Da ist extrem viel locker. Bruch. Muss man aufpassen, was man angreift. Da geht es eh wieder gut, aber unten in dem Schotter drinnen musst du aufpassen. Jawohl. Und da kommt es nachher nicht schön raus wieder. Ja, und jetzt sind wir mal ein bisschen entspannter. Das war jetzt ein gar nicht so einfach da auffinden, gell? Ja. Also die Wegfindung ist nach wie vor. Ja, ist ein Thema, aber wir finden trotzdem eigentlich relativ gut durch, ja. Gell? Bis jetzt so.
Wahnsinn. Orientierung echt schwer. Ah, das ist die Gedenktafel. Okay. Ja. Christian, vieni. Molto bene. Ah, es ist schön da. Wunderschön. Einwandfrei. Panorama, es ist Hammer, gell? So geil. Ja. Immer höher, immer höher. Ja. Geh mal auf einmal. Ich schätze mal, da ist da auf. Der Kamin ist, ja. Da wo die Schlüsselstelle ist. Ja? Ich fühle mich gerade nicht so gut, ey. Vom Ding her. Kreislauf? Ja. Ich möchte mal kurz, wenn noch was essen, dann machen wir kurz warten noch mehr. Ja, dann machen wir da noch eine Pause. Komm. Ja, ja, jetzt passt. Das bringt mir jetzt nichts, ey. Nein, nein, passt. Machen wir Pause. Sehr gut, dass du es sagst. Die Trompetenkäfer. Das ist das sehr, das Ding. Bitte? Ja, Schlaghacken, da habe ich mir die reingehängt. Grazie, Pastor.
Jawohl. Geht's besser jetzt mit dem Kreislauf? Ja. Super, perfekt. Aber es passt gut. So habe ich da mal ein bisschen einen alpinen Stand gebaut. Okay. Kommen wir mal du auf den Absatz, weil dann gehe ich da auch gleich weiter. Jawohl, also wir sind da jetzt kurz vor der Schlüsselstelle. Und Markus hat vorher mit dem Kreislauf Probleme gehabt, dann haben wir größere Pause gemacht, Zucker zu sich genommen und gegessen. Und jetzt gehen wir aber am Seil, weil es ist jetzt nicht sonderlich schwer, aber das Gelände verzeiht halt einfach keinen Fehler. Und außerdem jetzt noch mehr ein paar Bergführerpartien vorlassen, die sind auch voll relaxed drauf und sind Einheimische, sie haben gesagt, das Wetter hält, das nimmt mir jetzt auch voll den Druck raus. Wir haben Zeit und können den Tag jetzt noch richtig genießen und das machen wir auch. Und genau. Aktuell sind wir guter Dinge, dass wir es aufschaffen, gell Markus? Jetzt geht's wieder. Jawohl, genau. Jetzt geht er wieder mal ein bisschen weiter. Ja. Klettern. Super. Super, ja, ich sehe es. Einwandfrei. Ja, schöne Tritt, schöne Griffe. Da geht es um See gekommen. Und dann sind wir eigentlich eh schon gleich bei dem Kamin. Okay. Das ist ein Abseilstand, wo ich gerade habe. Da können wir dann direkt rein, lasse ich die da nachher oben. Alter, das ist mega, das Foto. Das ist mega. Passt, geht. Geht ein bisschen ausgesetzt um, aber das geht gut. Geil. Ausgesetzt sind wir sowieso nicht mehr. Ja. Weil man nur nach Griffe schaut. Ja. Aber es ist echt mega. Es ist mega da. Ja, genau. Jetzt, wir werden es so machen.
wir wären direkt da, dass du mir vor dem Stand sicherst. Ja. Da geht's da auf, genau. Ich komme mal rauf. Ja, genau. Dann bauen wir gleich mal einen Stand um. Hast du hast keine, gell? Also ob es dich herumgeschlingen. Doch. Aber das ist zu kurz, glaube ich. Machen wir es so. Soll ich zwei Echsen nehmen oder so? Nein, wir machen es so. Machen wir es drauf. Machst du auf eine? So, warte mal. Die Länge. Wie geht's denn nochmal? Ach, runter. Das musst du mal unten zeigen, wie man das macht. Musst, Wurf. Das zeigst du, wenn man unten. Sicher, zeige ich dir das, ja, Freile. So, jetzt sind wir da aufmachen. Warte mal, Franz. Ja. Hey, die zählt sie nicht. Aber jetzt, oder? Ja. Passt, oder? Ja, passt. Ja, da ist einmal ein Board gewesen, alles hier rausgenommen worden. Das ist der 3-Plus-Schlüsselstuhl, der Kamin. Schauen wir uns den an. Kalt wird's da auf die Protzen. Jetzt weiß ich, warum das die Friends dabei gehabt haben. Yeah.
Ah. Alter, meine Finger sind kalt. Muss ich mal die Finger kurz wärmen, gell? Achso, da kannst du aber dann da durch, ha? Durch den Kamin, das werde ich machen. Weil da sind so Schlinger. Yeah.
Markus, stand! Ja, ich bin eigentlich unten in der Leisten vier gegangen. Da ist beim rechten Fuß auch eine Leisten. Hier? Ja, eigentlich eine ziemlich große Leisten, müssen jetzt zeigen. Aber du bist gleich, Hecher, ich hab die. Passt. Ich hab die. Ja. Warte mal, hängst du gut? Das war nämlich ein Foto. Die direkte Variante durch den Kamin-Nummer. Ich habe die obere Schlinge, da habe ich reingegriffen, aber. Stimmt eigentlich. So. Genau. Wer baut denn solche Dinge? Der Gott hat die große Zinne hingestellt. Wer baut denn solche Dinger? Ja, und da ist auch wieder so ein komisches Aufspreizen. Ja, da geht's schon irgendwie. Weißt du, wenn du mit dem Kopf zur Wand stößt, einen Fuß zurück, einen vorn, dann kannst du so rauf. Ich hab mich so aufgezwängt, mein Rucksack gegen die Wand. Genau so. Ich hab die. Zwäng die einfach auf, sonst weißt du, in meinen Rucksack zurück und spreiz das so dagegen. Das ist Alpin, das ist nämlich Alpinklettern. Genau. Geht doch so einfach. Ja. Nur das ist der Unterschied zwischen Halle und Alpin. Ja. Alpin darfst du alles hernehmen, sogar einen Rucksack. Hey, Schlüsselstück geschafft. Keine Gefahr. Super. Super, ey. Cool. Oh. Ah. Geht's jetzt weiter? Ja. So, und das ist jetzt, glaube ich, auch wieder eine Dreierseillänge. Voll abgespeckt. Also mir geht's wieder richtig gut. Super. Alles gut. Perfekt. Das war wirklich. Oh, das ist gespeckt. Das ist gespeckt. Schon mal rechts hast du gleich noch einen Dreck. Ja, werde ich auch so machen. Das ist ein Megaspeck. Ja. Der Zinnenspeck. Wow.
so fest war der dann auch nicht. Oh Bella Ciao, Bella Ciao. Haus des Geldes, jetzt ist es eingefallen. Ja, genau. Was hab ich euch gesagt? Du hast gesagt Haus. Auf Karts, ja genau, Haus des Geldes. Alles rutschig und speckig. Speckig. Und steil. Aber schauen wir mal, ob es da geht. Ja, schaut gut aus da. Passt schon. Thank you.
Ich hab einen Stand, Markus, kannst du das Seil freigeben? Wo auch immer, dass die Tür halt leichter fällt. Ja. Achso, genau, ja. Das sieht eigentlich auch gut aus. Ja. Da wieder zu. Oh ja, stimmt. Jo. Jo, weiter geht's. Weiter geht's. Zum Gipfel. Richtung Gipfel. Richtung Gipfel. Ein bisschen dauert's noch. Warte mal kurz, Franz. Okay, passt. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen. Ob es da rauf geht oder wo auch immer. Da definitiv nicht. Markus, mein Seil hängt. Geht's da drüben bei Einkauf, oder? Normal geht's nur weiter drüben. Also, ah, noch weiter drüben? Irgendwo geht's da über auf, so, weißt du? Ja. Ich glaube, ihr seid schon mehr hoch, du bist. Dass es nicht aufgeht. Ja. Well. Ach so, dann muss ich da unten durch, oder was? Nein, ein
Bei uns besser, wenn ich nicht mehr vorbeigeht. Gibt's schon lauer da, oder? Ja, müssen schon gehen. Ja. Nein, das geht schon. Ja, Wegfindung ist da wirklich das Thema schlechthin. Ja, jetzt fühle ich mich ja sogar schon selber. Eigentlich wollte ich euch das Terrassenbandl da zeigen. Wahnsinn. Wahnsinn, ha? Wahnsinn, ja. Ja, brutal. Da oben fliegt ein Vogel. Da oben ist ein Vogel geflogen. Absolut richtig markiert, Strohmeindl. Unsere Rampen da rauf und dann da nach rechts irgendwie. Links geht's nicht weiter, oder? Nein, ja, vielleicht dann schon. Soll ich mal hier gucken, ob es da. Nee. Kannst du mir höchstens, wenn ich oben stehst, lässt man es halt runter, ist noch geknotet. Ja. Wenn du sicher stehst. Ja, ich kann hier zu noch runter, aber wir sichern das noch durch. Ist vielleicht gescheiter. Okay. Sichern wir das noch, oder? Sichern wir, jawohl. Ist mir ehrlich gesagt. So, doch nichts seilfrei da. Du bist 3, passt, ich bin 3. Soll ich da noch mit neu hängen, oder? Also, ich stehe ja auch nicht gut, ja. Ich habe jetzt hier jetzt keine Bedenken. Häng das uns dazu in der Schlinge. Ja. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Oh Gott. Vorschlag. Da einfach reinhängen in die Schlinge. Genau, zutrauen. Bitte? Ich dachte, hier geht's hoch. Du hast ja gerade gesagt, dass wir da durch die Rinne noch ein links raus. Oben ein links? Ja. Hast du vorher gesagt. Ja. So, haben wir gedacht, jetzt gehe ich so. Es geht aber schön zum Spreizen da. Da ist schon wieder viel einfacher. Und da oben noch ein Umme hast du gemacht. Nein, links rum. Ja, da oben links um. Ja, genau.
Ah, da ist sogar ein Abseilstand. Stimmt ganz genau. Ja. Kannst du das Seil freigeben? Jawohl, gut. Passt. Da ist ein bisschen abgespeckt, das ist ein gutes Zeichen. Aber passt. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir da mal das Seil außer weg. Weil das glaube ich, da kriegen wir jetzt ein Seil frei. Nicht wie das Seil zusammen. Das heißt. Du musst aus dem Seil außer. Ich glaube nämlich, dass wir da jetzt ein Seil frei aufkommen. Okay. Glaube ich. Die eine Rind, das war mir halt zu gefährlich, weißt du, weil das mit Spreizen war und speckig und nicht gewusst, wie der Routenverlauf ist, ob das stimmt. Da ist eine Markierung. Achso, da war sogar ein Stand gewesen, den ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Stimmt. Hast du mir nicht zugehört? Oder ja. Hast du mich nicht verstanden? Ja, ich auch immer. Ich auch immer. Ich bin auch ein bisschen beschäftigt heute mit mir. Das geht nicht, ey. Ja, dann musst du mit einem Anfänger rumlaufen, das kommt noch dazu. Hast du gerade auch gesehen? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es gerade voll geil. Vor allem, also ich will mich dann am Gipfel nicht zu lange aufhalten. Nee, machen wir auch nicht. Aber halt genießen und nachher. Eine halbe Stunde von mir aus. Ja, zwischen Viertelstunde, halbe Stunde maximal. Jawohl. Und dann voll fokussiert den Abstieg. Ja.
Alles klar. Da ist so abgespeckt. Da. Da ist ein super Dreh. Wo ist der? Genau da. Okay. Die Hitze, gell? Okay. Ja, bei der bösen Blattner ist ein Thema. Es gibt aber gute Griffe. Die Tritte sind ein bisschen abgespeckt. Da ist so eine Art Sanduhr im Fels. Ober dir ist so eine Art Sanduhr im Fels, wo du schön reingreifen kannst. Sechsten, genau. Ja. Und da kannst du nachher gleich umgreifen. Genau. Da. Und nachher musst du noch ein bisschen weiter greifen, wenn es geht. Genau. Jawohl, da ist er. Ein bisschen weiter unten. Perfekt, super. Sehr gut. Das ist der Schling. Und da kannst du dann schön umsteigen. Das war schon ein Griff da. Sehr schön. Da kommen wir auf, hier ist ja das Kreuz. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Der Leckarsch. Da vierer Steigen und nachher nochmal, ja. Genau. Schau mal da oben. Ah! Ach Gott. Unglaublich. Ah.
Jo, bergheil. Komm auf. So ein Juchitzer krieg ich jetzt nicht raus. Brauchst du nicht, das ist eh meiner. Bergheil. Gellig Arsch. Ah, danke schön. Das Auflösen ziehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Ja, geil. Geil, geil, geil. Boah. Ja, geil. Franz wird heil. Danke. Danke, ich wäre ohne dich da nie raufkommen. Danke fürs Vorsteigen, danke fürs Sichern. Hammer, geile Tour. Das war super. Für mich, ich habe sowas noch nie gemacht. Das war das erste Mal. Und innerhalb von zwei Tagen. Innerhalb von zwei Tagen, ja. Von der Halle auf die Zinne. Von der Halle auf. Es wäre das andere Ding gegessen, ich weiß schon gar nicht mehr. Vor lauter Sauerstoffmangel. Nein, dann die Zinne heute. Ja. Wie geil ist das? Vorgestern wollten wir noch zum Priel. Einen Priel-Klettersteig machen. Jetzt sind wir auf der Zinne. Auf der großen. Unglaublich. Also. Ja, Wahnsinn, ey. Absolut geil. Da, die westliche. Ja. Kleine sehen wir gar nicht. Schau. Aber wie schön ist das. Ja. Und da geht's. Alter. Boah. Der Hupp hat gesagt. Da kachelt's runter. Also nein, ich kletter da nie in meinem Leben. Habe ich da Bock da aufzuklettern. Wahnsinn. Gereise. Ja, die Hasse Branderrude machst ja, du mal, oder? Sicher, nächstes Mal. Ah, lecker, wie geil ist das? Oh. Ah. Ja, ich bin gar nicht so fertig, das ist alles nur gespielt. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch nicht besser, wir werden jetzt die Zeit selber einmal genießen. Ich schaut jetzt die Kamera aus. Ich habe jetzt ein Panorama gekriegt und die Wahnsinn. Emotionalen Momente habt ihr auch mitgekriegt. High Life. Wir werden das jetzt einmal ein bisschen sacken lassen. Jausner. Ja. Und sammeln, ein paar Fotos machen. Und dann geht's gleich wieder runter. Und dann hochkonzentriert geht's noch an einen Abstieg. Und gleich im Vorweg schon ein bisschen gar schön ums Gut runterlassen auch wieder. Ja. Wahnsinn! So geil! Die große Zinne! Wir haben es geschafft! Gut, die halbe Miete. Jetzt kommt noch ein langer Abstieg. So geil, so ein Hammerpanorama! Oh. Wahnsinn! Und das am Kerber, Freitag. Geil. Juhu. Fragen wir, wer Kerber hat, Franz. Wer hat Kerber? Mir im Kerber!
Nummer. Wer hat Kerber? Wir haben Kerber. Die Franken haben Kerber. Nicht die Franken, Knottstadt hat Kerber. Knottstadt hat Kerber. Okay, gewaltig. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Also, einwandfrei. Geil. Oh, Wahnsinn, das ist ein Traum. Auf der Zinn, auf der großen. Auf der großen Zinne, knapp 3000 Meter. Ja, unsere Köpfe sind über 3000. Das stimmt. Nach 4 Stunden Klettern oder was? Wie viel waren es? Ich weiß gar nicht. Ja, 4,5 Stunden haben wir gebraucht auf der Kletterei. Das passt eh. Geil. Höchste Konzentration ist der Rucksack. Jetzt sind wir da gerade am oberen Terrassenbantel. Das, was geht, seilen wir ab. Und was zum Klettern geht, das klettern wir ab, dass wir Meter machen. Aber jeder Schritt muss da sitzen. Und es ist auch von Vorteil, wenn man sich den Weg gemerkt hat. Also runter geht es jetzt echt viel einfacher wie rauf. Ich weiß ganz genau, was uns jetzt als nächstes erwartet. Ich weiß auch, wo der Abseilstand ist. Da bin ich ein bisschen falsch gegangen. Bin ich direkt rauf und da hat mir mehr ein Bergführer hat mir da geholfen. Das weiß man jetzt so echt mal jetzt. War gescheit, Arschbacken zusammenbeißen war das schon gegangen, aber ist halt blöd, wenn du keine Zwischensicherung gelegt hast und nachher abdrängend über einen Vorsprung raufkriegen musst. Ja. Demut, Dankbarkeit am Berg. Das habe ich gelernt. Ja, da ist jetzt eine 30 Meter Seillänge zum Abseilen. Geht sich ganz genau aus bis zu dem Abseilring, der dann durch die Schlüsselstelle den Kamin führt. Und da unten, falls du seht, gingen auch einer oben. Ja, ist schon ein breiter Weg. Aber vor allem richtig viel los ist unten. Hast du da runter hier? Ja, also ich bin eher rechts und dann links, aber kannst gerade runter, so wie ein Seil verläuft. Es ist überall steil. Sehr gut macht das der Markus. Sehr gut. Der vermutlich letzte Abseiler des heutigen Tages. Jetzt da rechts außer. Rechts außer zu mir, da wo ich stehe, Markus. Grüß Gott. Markus fertig, aber gut gelaunt. Schaut euch mal seine Augen an. Ich bin platt. Ich bin platt. Du bist gealtert um 50 Jahre alt. Ich zähle morgen mal grauen Haar. So, jetzt müssen wir da noch rein. Da ist es abgespeckt und dann durch Schneeviertel passen wir auch noch auf.
Ich hoffe, dass das jetzt vom Wind her geht. Es geht ein bisschen der Wind. Wir werden einfach ein bisschen lauter reden, gell, Markus? Ja, wenn ich einen Ton rausbringe. Ja, das ist jetzt das Resümee von der Tour auf die große Zinne rauf und wieder runter. Und ich lasse jetzt einfach einmal in Markus sprechen. Genau. Ja, also es war meine, eigentlich meine allererste große Alpintour in dem Stil. Und ich war total begeistert. Gestern sind wir ja schon in In den Lienzer Dolomiten sind wir gestern schon gelaufen. Haben wir so eine Probetour gemacht. Und hat eigentlich super hingehaut. Und da hat der Franz gemeint, jetzt packen wir die Zinne. Und es war für mich ein richtig geiles Erlebnis. Und ich möchte mich so beim Franz bedanken, dass er mich überhaupt mitgenommen hat, dass er mir das zugetraut hat. Und ich bin einfach nur total happy und ja, und gerade ein bisschen fertig. Nach über 11 Stunden. Ich bin platt. Ja. Für mich war der Abstieg, klettertechnisch war für mich überhaupt kein Problem. Wir sind viel ungesichert gegangen. Aber der Abstieg, das Abseilen, das konnte ich gar nicht bis heute. Ja, Abseilen hat der Markus auf der großen Zinne erklärt. Auch nicht schlecht, oder? Ja. Ja. Gut, ich gebe es mal wieder zurück, weil mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Ja, dann gebe ich auch meinen bescheidenen Senf dazu bei. Ich muss sagen, die große Zinne ist schon lang. Berg, auf den ich aufgehen will oder wollte. Bis jetzt habe ich halt immer in die Jahre entweder Hochtouren gemacht oder bin in die Westalpen gefahren und habe immer andere Sachen irgendwie halt vorgeschoben. Und heuer wollte ich es unbedingt einmal machen. Und ja, ich habe gewusst, dass ich das alles vorstellen kann. Ich habe auch gewusst, dass ich die alpine Erfahrung habe, dass ich den Weg da rauf finde, weil das ist in der Beschreibung eben drinnen gestanden, dass das große Kriterium ist. Das kann ich nur sagen. Also ich fand die Wegfindung extrem schwierig. Ja. Also extrem. Und was mir noch aufgefallen ist, also Steinschlaggefahr sehr hoch. Ja. Also wirklich sehr hoch. Und auch Steinschlaggefahr hoch. Was war noch? Genau. Da fällt schon gar nichts mehr ein. Ich wollte so was sagen. Überlege mal weiter, dann gehe ich schnell auf die Wegfindung nochmal ein. Also die Wegfindung, das war eben wirklich, ist mir eben auch so eindeutig so vorgekommen. Es sind ein paar Sturmangel irgendwo, aber ja, es gibt halt in dem Schwierigkeitsgrad, wo du da am Normalweg unterwegs bist, gibt es halt wahrscheinlich viele verschiedene Wahrheiten. Und das Problem an dem Berg, Problem unter Anführungszeichen, ist, du kannst das nicht irgendwie mit Pläsierklettern oder so irgendwas vergleichen. Die Stände, die Abseilstände, sind eingerichtet und ab und zu findet man halt irgendwo einmal einen Schlaghaken. Aber ich glaube, Bohrhaken war kein einziger da drinnen. Und im Großen und Ganzen haben wir es ganz gut geschafft. Einmal habe ich eine direkte Abkürzung eben aufgenommen. Ich habe es eh im Video, glaube ich, nicht rausgeschnitten. Da habe ich dann eh gesagt, da hat mir Bergführer aufgeholfen. Falls der das Video sieht, da auch nochmal herzliches Dankeschön. Ich hätte es schon alleine auch geschafft, aber wie ich halt gewusst habe oder gesehen habe, die sind da oben und er hilft seine Gäste jetzt gerade und riecht da ein zum Abseilen. Ich wollte da irgendwie einfach, ich habe ein mulmiges Gefühl gehabt, da aufzusteigen, das hat so davon drängt. Und ja, vielen Dank, dass du mir da eben geholfen hast. Ansonsten ist alles, ja, klettertechnisch waren wir nicht einmal ansatzweise am Limit. Es ist teilweise extrem abgespeckt. Und sehr ausgesetzt. Ausgesetzt, definitiv. Ja. Und ja, du musst schon wissen, was du hast da rauf. Und vor allem, der Markus hat es oben am Gipfel gesagt, das ist erst jetzt die halbe Mitte. Also
nur weil du da oben bist, das heißt noch gar nichts. Das Wichtigste ist eben, dass du nachher runterkommst und ja, so wie wir jetzt an, da sitzen kannst und das ist so geil, ich schaue in die Kamera rein und ich sehe uns zwei und hinter uns sehe ich die Zinnen einfach und ich weiß, wir waren da oben und wir sind gut runtergekommen und du hast auch die 11 Stunden angesprochen, ich glaube laut Topo war das angegeben mit 8 Stunden auf und runter, also da waren wir gar nicht so schlecht dran für das, dass du eigentlich also keinerlei alpine Erfahrung hast. In der Hinsicht nicht, ne? Und was mir unterwegs passiert ist, ich habe einen Zugerschutz bekommen. Ja, genau. Und ich war kurz davor, das abzubrechen. Das war kurz vor der Schlüsselstelle. Und dann haben wir erst einmal gegessen. Wie lange haben wir Pause gemacht gehabt? Halbe, dreiviertel Stunde. Es war, also... Da haben wir dann eben auch noch italienische Bergführer getroffen. Da habe ich zwei davon gefragt, wie das Wetter wird und bleibt am Tag. Und beide haben gesagt, es bleibt schön. Und das hat mir nachher auch ein bisschen eine Beruhigung gegeben. Weil ich habe vielleicht am Anfang ein bisschen zu viel auf die Tube gedruckt, weil ich nicht gewusst habe, wie es vom Wetter her sein wird. Und da haben wir nachher auch Tempo rausnehmen können. Gell? Ja. Das war ganz wichtig. Und sonst hätten wir da herumdrehen müssen. Ja, der Markus hat gesagt, er schenkt mir einen Gipfel, aber... Ich hätte gewartet, das wäre mir egal gewesen, aber... Ich war da ungesichert nicht raufgegangen. Das Abseilen und so weiter, das war kein Problem, aber... ungesichert raufgegangen, nein. Aber hat er dann noch gut hingehauen? Nein, also, super, das hat nachher hat's echt gut hingehauen. Der Energiereserve war dann wieder voll. Ja. Dann ist der Motor wieder gelaufen. Der Fränkische, ne? Genau. Hat nicht mehr gestottert, dann ging es weiter bis auf. Ja, nein, aber was man das wäre machen will, am gescheitesten, wenn man sich nicht sicher ist, nehmt euch echt einen Bergführer oder geht das mit irgendwen, der erfahren ist und der vielleicht schon mal oben gewesen ist, der euch einschätzen kann. Ich war mit dir auch nicht gegangen, weil wir gestern nicht gegangen waren, weil da habe ich eben gesehen, was du klettertechnisch drauf hast. Klettertechnisch bist du eben Wörtchen besser wie ich, also von der Technik. Die alpine Erfahrung habe halt ich mei, und so waren wir kurz gespannt. Also ich finde, das hat gut gepasst. Ja, war super. Uns eigentlich gegenseitig dann ein wenig ergänzt auch. Ja. Und ja, ich bin froh, dass du mich raufgebracht hast und wieder gesund runter. Das ist ja das Nächste. Ich hätte es ja allein sowieso nie geschafft. Ich war ja schon beim Rückweg dann komplett überfordert. Ich hätte den Weg überhaupt nicht mehr gefunden. Das war ja einfach der Rückweg runter. Da haben wir keinen einzigen Verkofferer gehabt, gell? Nee, da nicht. Aber ich habe mir gedacht, boah, ich weiß nicht mehr, wo wir hoch sind. Ja. Also, war echt. Ja, nein, es war echt cool. Ah, nee, für mich war es eine richtig geile Erfahrung. Ja. So viel sei gesagt, ich habe es nicht eingebaut, weil Abseilen etc., dann seht ihr wieder irgendwas, was euch nicht gefällt, zu Recht. Aber man muss ja schauen, dass man irgendwie vom Berg runterkommt. Es gibt überall Abseilstände mit 60 Meter Strick, 30 Meter kommst du überall wunderschön durch. Also 60 Meter Strick ist zum Abseilen die ideale Länge. Genau, gibt es noch was? Nö. Nein, von meiner Seite auch nicht. Es ist wieder mal ein bisschen ein ausführlicheres Video geworden, aber das ist auch einfach ein ganz besonderer Tag gewesen. Das ist ein ganz besonderer Berg gewesen und da muss man sich, wenn man sich da jetzt dann irgendwie vor YouTube sitzt und ein 10-Minuten-Video mit seichter Unterhaltung sehen wollt, dann ist das einfach das falsche Video. Die anderen, die noch immer dabei sind, hoffe, dass die Emotionen mitgekriegt habt, die wir da so am Berg erlebt haben. Und ich hoffe, dass euch das Video zur großen Sinne gefallen hat. Wenn das der Fall war, Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Graue Glocken aktivieren. Und Kommentare, wie immer, unten rein ins Kommentarfeld. Jetzt kann ich mir ja mal selber einen blöden Kommentar schreiben. Genau. Wie verabschiedet sich der Franke? Ade, bleib schön. Und ich sag, bergheil, bleibt's geil. Ciao. Tschüss. Ghetto-Faust. Yes.